Die wilden 60er Jahre standen im Mittelpunkt des diesjährigen Sommerfestes im Altenheim St. Sixtus. Passend zu diesem Thema erinnerten eine Reihe von Darbietungen an diese Zeit. Im vollbesetzten Garten der Einrichtung freuten sich die Senioren mit ihren Angehörigen über das tolle Programm. Es ist das diesjährige Sommerfest, was einmal im Jahr eben stattfindet. Wir haben aber jedes Jahr Themen und in diesem Jahr heißt das Thema 60er Jahre. Das heißt, das ganze Thema Sommerfest ist darauf ausgerichtet, alles, was mit den 60er Jahren zu tun hat. Die Lieder sind darauf abgestimmt, die Stars, die heute auftreten, sind darauf abgestimmt. Unsere Dekoration ist darauf abgestimmt, wo Bewohner also wirklich ganz, ganz aktiv mitgewirkt haben, was uns auch immer ganz wichtig ist. Zur Einstimmung lädt der Bewohnerchor zum Mitsingen ein. Die Stimmung steigt. Als besonderes Highlight überraschen dann Schlagerstars, dargestellt durch das Ehepaar Büsen mit ihren Liedern. Alles, alles geht vorbei, doch wir sind uns treu. Schenkt euch immer nur Liebe, schenkt euch immer Vertrauen. Büsen, Ehepaar Büsen, die sind also ganz aktiv hier im Hause ehrenamtlich. Die begleiten Bewohner bei Ausflügen, die machen mit beim Bingo, wo sie unterstützen oder auch die Gruppe führen. Ja, die kommen also regelmäßig ins Haus und wie gesagt, zu solchen Anlässen sind sie immer bereit, hier aufzutreten. Kinderspiele der 60er Jahre. Wer von den Älteren kennt sie nicht? Die Aufzählreime. Der Plumpsack geht um und die Springübungen mit dem Gummiband. Ja, wir haben uns halt im Hause Gedanken gemacht, was in den 60er Jahren, also was die 60er Jahre geprägt hat. Und unter anderem waren das halt diese Spiele, ja, die halt auch so aus meiner Jugendzeit kommen. Und dann haben wir gedacht, das wäre vielleicht ganz schön, wenn die Kinder was vorführen könnten. Ja, weil die alten Leute sich dann doch immer freuen. Auch die Kinder fanden die alten Spiele gut. Habt ihr euch da erkundigt, wie das früher war? Oder wie war das? Ja, im Internet. Und dann haben wir zweimal geübt. Ja, also mir hat er eigentlich ganz gut gefallen. Also hat eigentlich auch alles geklappt. Zum Abschluss des Nachmittags erinnert eine Modenschau an die Mode der 60er. Bei den Bewohnern kamen die Darbietungen sehr gut an. Die Hausleitung will auch im kommenden Jahr ein Sommerfest veranstalten, dann mit einem anderen Thema.